Moin zusammen, weiter geht's mit Manor Lords und dem nächsten Update. Aber bevor wir uns dem Update so ein bisschen widmen zumindest, haben wir hier schon wieder Probleme. 4 Banditentrupps kommen hier rein. Ich habe das alles soweit schon mal vorbereitet hier. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die abgewehrt kriegen, ne? Dafür habe ich die Bogenschützen nach vorne geholt. Die sind innerhalb vom Zaun hier und es gibt keinen Durchgang. Und dann hoffen wir mal, dass die Feinde hier irgendwie hängen bleiben und nicht hinter die Zäune stürmen. So, die schwere Infanterie war auch noch auf dem Rückweg vom Banditenzelt. Ich weiß nicht, ob die rechtzeitig kommen. Die sind auf jeden Fall recht müde. So, wir lassen die auf jeden Fall dazukommen. Und es regnet, da sind die Bogenschützen wieder im Nachteil. Ja, Update. Bugfixes halt, ne? Im Überwiegenden. Dann die Fortpflanzungsrate der Schafe hatte ich gesehen. Irgendwie alle 10 Tage kommt jetzt nur noch ein Lämpchen nach. Ach was, weichen die aus? Ja, schön hinter die Bäume, ne? So, eine Salve noch. Okay, Vorräte Wetterschäden erlitten. Wetterschäden erlitten. Hofstätte 1. Ach, guck mal, jetzt geht uns hier auch das Gemüse kaputt, ne? Na Mensch. Wo wir gerade hier sind, das nächste Update ist Allow Stalls. Allow Stalls Description. Das kommt, ja, wird nochmal schicker beschrieben. Soll aber dazu führen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Höfe das Gemüse, was sie haben, selber auf die Marktplätze verteilen. Naja, warten wir mal ab, ne, wie das so läuft. So, auf jeden Fall also hier mal ein bisschen vorrücken. Und die hängen tatsächlich am Zaun fest und gehen jetzt im Pfeilhagel kaputt. Sind immer noch nicht gebrochen, obwohl die schon auf 3 runter sind. Wo sind die Heavy Infantry? Die können langsam mal die Beine in die Hand nehmen. Leute, weiterschießen. Standhaft. Effektivität nur 55%. Ach was, guck mal hier. Die hängen hier tatsächlich alle an der Zaunkante. Wahrscheinlich, weil sie die Bogenschützen angreifen wollen. Für mich jetzt natürlich richtig gut. Aufgerieben. Yeah, warte mal, dann machen wir mal. Nee, jetzt. Mit mehr Pfeilen drin, ne? Davon machen wir direkt einen Screenshot. Und weiter. Ja, guck mal, zweiter Trupp, aufgerieben. 89%. Auch aufgerieben. Ach guck mal, schießen echt noch hinterher. Ah! Leute, Feuer einstellen. Hier ist ein Wanderer. Ah, geil. Guck mal, dann haben wir das hier tatsächlich geschafft, ne? So, ein Trupp Bogenschützen war aus diesem Bereich. Der wird aufgelöst. Und die anderen ab nach Hause. Zu müde zum Laufen, ne? Ja, die können aber... Und die können laufen. Okay, ja, das Update. Ich habe da nicht so groß durchgescrollt. Nur was mir jetzt ins Auge geschossen war, ist halt dieser Reiter. Dass halt die... Ja, guck mal, sind hier im Heer, ne, hier oben. Dass die halt, die Höfe wohl mit versorgen sollen. Dann das, was ich mit den Schafen gerade schon meinte. Dass da die Vermehrungsrate so ein bisschen gedrosselt wurde. Dann ganz, ganz viele Bugfixes. Kannst du locker eine halbe oder eine ganze DIN A4-Seite runterscrollen mit. Und im Großen und Ganzen war es das, glaube ich, auch. So, Sammlerhütte. Saisonal. Die Büsche wachsen. Müssen wir eigentlich mal gucken. Hungertal. 6 Familien.
Rotloshausen auch. Okay, das ist cool. Jährliche königliche Steuern. Es werden keine Steuern erhoben. Okay, ja, ich hatte gesehen, da ist irgendwie ein Update gekommen. Aber anscheinend haben sie die königliche Steuer erstmal komplett rausgenommen, ne? Soll mir recht sein. Sehr cool. Das heißt, wir können erstmal sparen und dann auch die... Ja, wie heißen sie denn richtig? Ich sage immer Leibgarde. Das Gefolge kann man dann nochmal mit verbessern. So, wir beschleunigen mal ein bisschen. Wer kommt hier zuerst über die Grenze? Ja, die. Ups. Auflösen. Auflösen. Und auflösen. Sehr schön. Super. Gut. Holzfäller und Schreiner, ne? Brennholz und Forsthaus müsste dann ja hier sein. Brennholz und Packer, okay. Dann war hier einer Forsthaus. Yes. Einen haben wir über. Zweimal Händler. Hochstädte 2. Jäger und nicht zugewiesen. Großer Speicher, ja. Den würde ich sagen. Nicht zugewiesen. Händler. Hochstädte 2. Speicherarbeiter, Lagerarbeiter. Jäger und Sammler. Hier müsste ich ja irgendwo einen Gerber haben. Welche Hütte? Ach stimmt, hier die, genau gegenüber war ja auch, ne? Genau, die beiden sind Gerber. Jäger. Und großer Speicher. Die Hütte hier auch. Großes Lagerhaus. Und Speicher. Und diese hier gehen auch nochmal zum Handelsposten. So, dann haben wir noch eine Familie über. Die ist dann hier. Lager und Speicher, ja, sehr schön. Gut, dann müssen die ja eigentlich im Prinzip mehr Läden aufmachen. Und zu bauen haben wir, glaube ich, hier erstmal nichts, ne? Ne, das lassen wir erstmal alles, wie es ist. Gemüse, Gemüse. Dort könnte man... Brennholz. Leder. Wenn ich sage, ich tue hier Schuhe rein. Haben keine Schuhe, ne? Muss ich mal gucken, ob ich hier... Doch, Received. Schuhe. Lebensmittellager ist voll. Okay. Ja, die müssten hier... Großer Speicher, da brauche ich mehr Familien für. Kann ich hier eigentlich auch noch mal durchgucken? Die hier sollten ja Bergarbeiter und nicht zugewiesen. So, die zweite Familie tun wir hier rein. Die Eisenmine machen wir dann leer. So, die gehen in die Gerberei. Bauern, genau. Ich habe das zwar schon ein paar Mal durchgeguckt, ich merke es mir einfach nicht. Bauern, Bauern. Die sind nicht zugewiesen. Ach so, ja, weil ich das Holzfällerlager, glaube ich, pausiert habe. Dann wären das hier die Holzfäller wieder. Yep. Okay, dann pausieren wir hier erstmal weiter. Bauer, Bauer. Und auch nochmal 2 Bauern, ne? 2, 4, 6, 8 sind das dann. Sehr gut. Gut, hier oben die Hofstätte. Nicht zugewiesen, ne? Schafzucht. Erfolgreich der Schafzucht zugewiesen. Müller. Hofstätte 1. Schreiner, Schreiner. Das heißt, ich hätte da eine Familie über. Die wiederum... Oh, warte mal. Steinmetzlager kann ich abreißen.
Ja, weg damit. Gemeinschaftsofen, ne? Und hier unten Müller und Bäcker, ne? Das heißt Brote fürs Hungertal. Beide Fläche. Viehbestand haben wir gar nicht. 0 von 30. Jetzt müsste ich eigentlich Vieh einkaufen. Hirte, Hirte. So, der geht auch in die Hirten. In die Schafzucht. Müller und Bäcker. Ja, der hat es relativ weit dann für die Brote. Muss ich sonst mal gucken, ob die beiden hier nicht Müller lieber werden. Holzfällerlager deaktiviert. Großes Lagerhaus, Weberei, Forsthaus. Hofstätte 2. Guck mal, keine Familien drin, ne? 1, 2, 3. Oh, abbrechen. Händler, Händler. Okay, ja, diese drei Familien können wir aufteilen auf großes Lagerhaus, Weberei. Ochse, Ochse. Genau, okay, passt. Sehr gut. Dann haben wir hier hinten Jäger und Ziegelmacher. Das ist super. Sammler und Melzer. Wo habe ich denn... Ach, eine Melzerei ist das hier unten. Gut, wo habe ich denn den Ziegelmacher? Ziegelmacher ist doch ein separater, genau, hier Brennofen, ne? Ja, genau, da ist der Brennofen. Gut, dann sind die auch beschäftigt. Person, Tavernwirt und Packer, sehr gut. Habe ich jetzt zwei Familien, die nicht zugewiesen sind. Das sind hier oben die. Die sind aber zugewiesen. Haben nur gerade Pause, weil das Holzfällerlager leer ist. Gut, hier könnten wir den Marktplatz erweitern. Und da muss ich eigentlich nur warten, dass Familien einziehen. Sehr schön. Dann können wir eigentlich Steuern 10%. Wir werden das Gefolge aufmöbeln. Gefolge anpassen. Sag mal, sind die alle schon... Ja, sind alle schon verbessert, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... 3, 4 und 5. Genau, mal 17 von 24. Das reicht erstmal. Gut, brauche 218 Bretter. Kriegsbögen haben wir hier 72. Bogenschützenbrotel, kann man die hier verschieben? Nee, ne? Hungertal, 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 Brotloshausen, Hungertal. Die hier hätte ich gerne einmal irgendwie genau entfernen. Und dann hier neu ausgehoben. Brotloshausen, Bogenschützen. Ja, sehr gut. Gut, dann haben wir hier eine Familie über und hier zwei. Sehr schick. Da müssen wir jetzt echt erstmal abwarten. Wir müssten nochmal einen Viehhändler bauen. Wohngebäude, Landwirtschaft, Industrie, Handel. Da, Viehhandelsposten. Viehhändler hier gegenüber von dem kleinen Marktplatz und dem Brunnen. Das wird doch eigentlich gut passen. So, Wohngebäude. Ja, mit der königlichen Steuer, ich will mich mal nicht beschweren. Eins, zwei, drei. Kriegen wir da ein Haus rein? Nee.
So, kein Zusatzhaus dabei. Da wäre eine Zusatzhütte und ein kleiner Hof hier oben. Hütte, Zusatzhütte, ein kleiner Hof. Und dann der Viehhandelsposten, ne? Ja, wir bauen das einfach so. Tue ich da noch Hühner rein oder sowas? Sehr gut. Neue Soldaten. Kompanien verfügbar. Zahlung an Schatzkammer registriert. 141. Ja, super. Das heißt, wir passen das Gefolge weiter an. So, auf 19. Guck mal, jetzt wird hier Flachs angepflanzt, ne? Sehr gut. Richtig schön groß, die Felder. Und Weber war das, glaube ich, ne? Weberei. Planiert das Gelände. Achso, ja stimmt. Sind ja die beiden Familien, die jetzt hier bauen. Hungertal, Familie eingezogen, Hofstätte 2, ja, sehr schön. Nicht dort, sondern hier diese Einzelhütte, ne? Geil. Wohngebäude. Und zwar, wir haben ja die Schafe in den Gemeinschaftsofen. Ich würde fast sagen, großer Speicher oder die Weberei. Packen Sie mal in die Weberei. Fleisch ist so frisch, dass es praktisch immer noch Mut. Sehr cool. Weiteres Familienmitglied schließt sich an. Ja, das ist die eine Hütte. Zack. Viehhandelsposten. Handel, Viehbestand. Achso, Handel. Da muss ich einmal kurz reinschauen, sonst vergesse ich es gleich wieder. Ich war der Meinung, ich habe den Bogen. Handelsroute eröffnet und bis auf 50 verkaufen wir auch Kriegsbögen, ne? Aber wir bringen Kriegsbögen auch hier oben hoch. Ich glaube, das können wir sonst erstmal einsparen. Wir haben hier 96 Kriegsbögen. So, hier die Packstation. Anstelle von Kriegsbögen würde ich da sonst einfach mal Eisenerz, Lehm, Mehl, Schuhe, Kräuter... Dachziegel, guck mal hier. Das können die da oben nämlich auch gebrauchen. Zack. Dachziegel gegen Fleisch. Wie viel Fleisch haben wir denn hier? 53. Nicht viel, aber es wird. Handel, Packesel, Pferde, Schafe. Guck mal, wir können auch sagen Export, ne? Schafe und Lämmer können wir verkaufen dann später. So, Bretter, Stein, Dachziegel. Handelsposten. Dachziegel. Price not available. Einrichten kostet 400. Dachziegel richten wir später ein. Mehl. Ja, Mehl wird dann gleich zu Broten verarbeitet. Wie sieht es mit dem Brennholz aus? Holzkohle. Da bräuchten wir vielleicht ein mehr drin. Ne? Brennholzhütte reicht einer. Drei. Vier, ne? Ein Haus und extra oder zwei Häuser?
Ich müsste sonst die Häuser ausbauen, die ich habe. Müsste ich ja eigentlich Bedürfnisse nicht erfüllt. Kirchenstufe 2. Ach guck. Wir können die Kirche ausbauen. Ja, warum nicht? Upgrading. Sehr schön. So, und ich hatte überlegt, das Herrenhaus hier mit hinzusetzen. Da ist auch eine Wegmöglichkeit. Haben die kein Holz hier? Nee, Tatsache, kein Bauholz. So, dann bauen wir hier später nochmal 2 Hütten hin. So, wir brauchen hier im Speicher und im Lagerhaus noch mehr Leute. Handelsposten. Handel. Kriegsbögen. Muss ich hier tatsächlich auch nochmal separat aufmachen. Viehbestand. Pferd ordern. Die haben keinen Viehbestand. Wie waren das hier unten? Da, Handelsposten. Viehbestand. Trichtenreiter. Aber die haben auch hier oben ihren eigenen kleinen Stall, ne? Das heißt, ich müsste hier nochmal einen kleinen Stall bauen. Bauen. Handel, 4 Handelsposten. Ne, da war es nicht. Da, Logistik, Anbindebalken. Und dann könnte ich da 2 Pferde reinschmeißen. Für den Handelsposten. Ich könnte auch 4 Pferde reinschmeißen. So, bauen. Ja, bauen wir ganz hinten. Und dann kriegen wir davor auch noch einen hin, ne? Gut, machen wir erstmal da. Zweite Hütte wird gebaut. Deposit exhausted. Abbaugrube. Ja, guck mal hier. Da ist alle. Sehr gut. Holt alles raus, was geht. Hm. 47 und 50 kriegen wir dann gesamt. Gebäude fertig. Anbindebalken. Achso. Der Anbindebalken ist fertig. Den können wir direkt ausbauen. Das geht ja eigentlich auch relativ zügig. Wir können auch schon einmal das Pferd kaufen. Pferd ordern. So, und hier oben der Stall war ja voll mit... Ah, oder auch nicht. Müssen wir mal schauen, wo jetzt das Pferd dann reinkommt. So, der ist fertig. Kriegt einen Hühnerstall. Oh ja, guck mal, jetzt bauen sie erstmal die Kirche noch auf Stufe 2. Und es regnet und regnet und regnet. Wie viel habe ich hier? Doch, ich habe 2 Ochsen, ne? Kleiner Stall, Viehbestand. Wartet unterwegs. Da ist einer. Obwohl, das ist ja... Doch, das ist der Ochse. Ich müsste den Packesel ordern. Ach Gott.
hatte ich hier ein Packesel geordert. Viehbestand. Packesel, Packesel. Ja, haben wir tatsächlich zwei. Person. Guck mal hier, tatsächlich, ne? Dachziegel gegen Fleisch. Dachziegel gegen Fleisch. 189 mal Fleisch. Ja, hier oben läuft es soweit ganz gut. Dann würde ich sagen, wir bauen noch die Kirche auf Stufe 2 und dann beenden wir die Folge. Kommt der Ochse. Zack. Und da müssen wir auch noch die Taverne zum Laufen kriegen, ne? Die habe ich auch immer noch nicht. Schuhe, Kräuter, Eisenbarren, Leder. Apropos Schuhe. Transportiere ich hier noch Schuhe hoch? Tatsächlich. Ritterstein, Werkzeug, Dachziegel, Gemüse, Beeren, Brennholz, Weizen, Leder und Häute. Ah, der Handel macht für mich gerade nicht mehr ganz so viel Sinn. Wir könnten auch Leder schicken. Wie viel haben wir hier an Leder? Zwei nur, ne? Guck mal, dann, dann tauschen wir das einmal. Statt heute schicken wir da Leder hoch und kriegen Schuhe zurück. Und wir könnten hier auch schon bald die Küche ausbauen. Ach, das Holz, was kommt, geht mehr oder weniger direkt ins Sägewerk, ne? Baureserve. Ja, komm. Baureserve auf 5. Sägegrube. Baureserve auch hier auf 5. Zu 19 Steine. Da kommt der letzte Balken. Hier noch die Dachziegel. 20 Steine haben wir. 3, 2, noch ein Brett. Hungertal, Familie eingezogen. Sehr cool. Mal kurz auf langsam. Und diesen Hof hier, ne? Person nicht zugewiesen. So, wir haben recht viel Mehl. Ich würde fast sagen, noch einen ins Gemeinschaftsofen. Aber hier, in den großen Speicher brauchen wir auf jeden Fall einen. Firewood. Noch 7 Ziegel. Fünf, 4, 3, 2, 1. Guck mal. Ach, wie gut. Wie sieht das denn aus, ey?
die Details sind echt Wahnsinn hier in dem Spiel. Okay, das Dach steht. Ist noch nicht fertig, ne? Sag nicht, die machen hier Feierabend. Steinkirche im Bau. Super, kleine Steinkirche errichtet. So, das heißt... Ah ne, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, können wir ja in der nächsten Folge anfangen. Ah, schade. Ja, dachte echt, wir können dann in der nächsten Folge anfangen, die Häuser auszubauen, aber dann fehlt ja die Taverne, ne? Hm. Eisenerz, Lehm, Weizen, Gerste, Ertrag 8. So, Besteuerung, naja, minus 6. Die Balken haben wir hier über 5-mal Bauholz. Guck mal, dann können wir hier die Häuser, wie ich sie vorhatte, schon mal wieder soweit vorbereiten. Zwei Häuser mit Hof. Wo ist da oben, ne? Und bauen. Wunderbar, dann würde ich sagen, mal hier eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß bei denen. Bis gleich und ciao.